Also es gibt eben oft die Vorstellung, dass die Befreiung von LGBT-Personen einfach ein langsam voranschreitender, aber gewissermaßen aufsteigender Prozess ist. Früher waren die Leute konservativ und heute ist es irgendwie so geworden, dass die Leute immer noch konservativ sind, aber schon weniger als früher. Ja? Dass es sozusagen einfach einen gewissen aufsteigenden Ast der Entwicklung gibt. Wenn man aber ein bisschen auf diese Sache hereinzoomt, dann zeigen sich sehr schnell diese Widersprüche dieser Annahme. Weil auf der einen Seite, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ist Homosexualität in über 70 Ländern illegal. In einigen dieser Ländern steht sogar die Todesstrafe auf Homosexualität. Und zudem hinaus muss man bedenken, dass Homosexualität in einem Land bereits im Jahr 1922 dekriminalisiert wurde. Ja? Und dieses Land war die revolutionäre Räterepublik in Russland, die nach der Oktoberrevolution, im Zuge der Oktoberrevolution gegründet wurde. Schon mal als kurzer Vorgriff. Ja. Das heißt, man sieht irgendwie gewisse Widersprüche bei dieser Vorstellung, es wird im Allgemeinen besser. Es ist nämlich so, dass das eine Emanzipation ist, die eine materielle Basis hat. Ja. Jeder Produktionsmodus in der Geschichte bringt auch eine Organisationsstruktur der Familie mit sich. Und genauso wie es nicht immer dieselbe Familienstruktur gegeben hat, wie die Familienstrukturen sich in der Geschichte abwechseln, wo es in früheren Gesellschaften einen hohen Stellenwert der Frau gegeben hat, der dann mit der Herausbildung von Klassenunterschieden in der Gesellschaft und dem Staat und dem Privateigentum wieder vernichtet wurde. Genauso hat es auch andere Umgangsarten mit Homosexualitäten gegeben, Homosexualität in der Geschichte gegeben oder mit Personen, die sich sozusagen auf keine der zwei Geschlechter fokussiert haben, sondern sich als Intersex oder als Personen sind, die zwischen den Geschlechtern, also objektiv geboren sind und zwischen den Geschlechtern stehen. Oder auch sich als andere Geschlechter verstehen, als sozusagen jetzt die biologische Disposition ist. Und das ist eine Sache, die nicht einfach geschichtlich mal so war, sondern es gibt einfach in den materiellen Kontext, in den jeweiligen Produktionsmodus passiert, eine konkrete Entwicklung. Und interessanterweise gab es zum Beispiel, wenn wir das antike Griechenland anschauen, bei Platon im Symposium einige sehr positive Verweise auf Homosexualität, also zum Beispiel die Knabenliebe. Und teilweise wurde sogar von antiken griechischen Philosophen argumentiert, dass die Liebe zweier Männer hochwertiger ist als die Liebe von zwei Frauen, weil ja eben Frauen, so damals die Argumentationslinie, nicht intellektueller Überlegungen fähig sind. Das sind nur Männer und deswegen ist die Männerliebe irgendwie überlegen. Ja? Also das zeigt dann einerseits die extreme Degradierung der Frau in dieser Gesellschaftsform, aber auf der anderen Seite zeigt es eben auch, dass die Umgänge mit Homosexualität und mit LGBT-Personen nicht in den Stein gemeißelt sind, sondern sich je nach der geschichtlichen Phase verändern und auch eben verschiedene Umgangsarten mit sich bringen. Ja? Interessanterweise ist eben eine der Institutionen, in der Geschichte, die besonders stark gegen LGBT-Personen vorgegangen ist, die katholische Kirche gewesen. Ja? Also die katholische Kirche hat sehr stark die Rolle der Familie, vor allem auch die minderwertige Person, Rolle der Frau betont und eben auch sehr stark Homosexualität und Sodomie kritisiert und sozusagen als Sache dargestellt, die der Natur der Dinge zuwiderläuft eben. Also so viel mal zu dem allgemeinen historischen Kontext. Ja? Und zu unserem Produktionsmodus, also wir leben im Kapitalismus und man muss sagen, dass die bürgerliche Familie, die klassische Familienform, wo man eben einen werktätigen Mann hat und die Frau sozusagen darauf hingedrückt wird, die Reproduktionsarbeit gratis zu erledigen. Das ist im Kapitalismus eine wichtige Stütze des Kapitalismus, weil Reproduktionsarbeit, die gesamte Ernährung, die Sorge um die Gesundheit und die gesamte biologische Reproduktion des Menschen ist eigentlich eine Arbeit, die gar nicht so billig ist, die eigentlich recht aufwendig ist und in früheren Gesellschaftsformen kollektiv erledigt wurde. Das heißt, die Erziehung der Kinder, die Sorge um die Gesundheit, das Kochen war in früheren Gesellschaftsformen zum Beispiel eine kollektive Sache, die kollektiv von der gesamten Gesellschaft erledigt wurde.
Also es gibt zum Beispiel auch auf maxis.com einen Artikel, wo, weil wir heute auch schon im Workshop von der Vera über die indigenen Bevölkerung Amerikas gesprochen haben, gewisse Mitglieder einer indigenen Bevölkerung in Nordamerika zu den weißen Siedlern gesagt haben, ihr weißen Menschen seid Barbaren, ihr kümmert euch nur um eure eigenen Kinder, wir sorgen uns um alle die Kinder sozusagen des Stammes, des Clans. Ja? Also was man da eben sieht, ist, dass die einfach eine andere Organisationsstruktur der Familie, wo die Reproduktionsarbeit, wo die Sorge über die Kinder eben nicht delegiert wurde an Einzelne, sondern eine gesellschaftliche, kollektive Sache war. Das ändert sich, das ist eben eine Sache, die im Kapitalismus nicht so ist. Ja? Also so, es ist jetzt nicht genug Zeit, um den genauen Werdegang der Frauenunterdrückung und diese gesamten Punkte zu sprechen. Aber nur, um darauf zu verweisen eben, dass es eine konkrete historische Basis dafür gibt, eine materielle Basis dafür gibt und dass die bürgerliche Familie in ihrer Entwicklung eine Stütze des Kapitalismus ist und dass die konkreten Rollen, die geschaffen werden, auch die konkrete Stellung, die ökonomische Stellung im Reproduktionsprozess für den Kapitalismus so auch wichtig ist. Genau, also so viel mal zu dem. Und vielleicht gehen wir mit dieser Basis über zum historischen, zur historischen Entwicklung der ganzen Geschichte. Also wenn wir über die LGBT-Bewegungen reden, dann gibt es historisch gesehen zwei große Phasen. Es gibt die erste Phase, die Phasen der sogenannten homophilen Bewegungen. Das sind Bewegungen, die vor allem mit dem Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurden. Eine der wichtigsten Personen ist Magnus Hirschfeld. Der hat das wissenschaftlich-humanitäre Komitee 1897 in Deutschland gegründet, als Komitee von Intellektuellen, Ärzten, Akademikern, die eher den kleinbürgerlichen Hintergrund haben, im Kampf gegen die Kriminalisierung von gleichgeschlechtlichen Akten zwischen Männern. Also das ist konkret der Paragraph, der Paragraph aus dem 175 aus dem preußischen Strafkodex, der damals eben verabschiedet wurde und sozusagen in die Gesetzgebung hineingenommen wurde. Magnus Hirschfeld hat eben dieses Komitee gegründet und hat sich eingesetzt, vor allem aus einem wissenschaftlichen Zugang. Er war selbst homosexuell und hat sich eben für den Kampf gegen diesen Paragraphen eingesetzt. Gleich am Anfang muss man hervorheben, dass die einzige Partei, von der er eben in den 1890er Unterstützung bekommen hat für sein Unterfahren, die Sozialdemokratie war. Ja? Das heißt, man sieht bereits hier, dass die Sozialdemokratie aufgesprungen ist und sich auf das stark bezogen hat. Ja? Also das ist sozusagen diese erste Phase. Das sieht man eben auch in England. In England wurde 1914 eine Gesellschaft der Sexualpsychologie gegründet, wo eben auch argumentiert wurde, dass man die Verbindungen, die in Deutschland, Organisationen, die in Deutschland gegründet wurden, die Entwicklungen, die in Deutschland sich entfaltet haben, mit denen in England verbinden muss und einen Zusammenschluss von diesen wissenschaftlichen, kleinbürgerlichen Organisationen, die wirklich im kleineren Rahmen ja stattfinden, dass man die eben vernetzen muss und gemeinsam eben für eine Veränderung der Sexualgesetzgebung kämpfen muss. 1921 beruft Magnus Hirschfeld in Deutschland einen internationalen Kongress für sexuelle Reform ein und betätigt sich weiterhin auf dem Feld. Was sehr interessant ist bei diesem Kongress 1921, ist ein sowjetischer Delegierter dabei. Ja? Aber dazu kommen wir dann eben auch noch ganz genau. Was passiert ist nach einer gewissen Zeit in den 10er Jahren, ist, dass es eine Abwendung von der SPD gegeben hat. Ja? Gleichzeitig hat es in diesem wissenschaftlich-humanitären Komitee ab den späten 10er Jahren, 20er Jahren einen Linksruck gegeben, der vor allem von Mitgliedern der Kommunistischen Partei ausgegangen ist. Das heißt, die Kommunistische Partei in Deutschland hat sich sehr stark für eine Abschaffung des Sodomiegesetzes, so wurde es damals im Allgemeinen genannt, und für eine öffentliche Verbreitung von Verhütungsmitteln, Legalisierung von Abtreibung, Entkriminalisierung und so weiter eben eingesetzt. Ja, das heißt, die KPD hat sehr stark dafür gekämpft und einige ranghohe Kommunisten, wie zum Beispiel Richard Linzert oder Kurt Tiller, waren in dem wissenschaftlich-humanitären Komitee, waren auch sowohl KPDler als auch federführend in diesem Komitee.
Und ab einer gewissen, ab den späten Mitte der 20er Jahre haben sich die SPD eben immer weiter abgewendet von diesem Komitee. Und die einzige Partei, die sehr stark teilweise verbunden war und immer noch die Forderungen der WHK unterstützt haben, waren eben die Kommunisten, die Kommunistische Partei. Also sie haben sich eben sehr lange eingesetzt dafür, haben sich bis in die späten 20er dafür eingesetzt und haben im Prinzip argumentiert, also der Magnus Hirschfeld und viele dieser frühen homophilen Bewegungen haben im Prinzip argumentiert, die noch keine große Massenbasis haben und die selber nicht von Massenbewegungen ausgegangen sind, haben im Prinzip argumentiert, Magnus Hirschfeld allem voran, Homosexualität ist eine Krankheit, ist sozusagen eine Sache, die definitiv auf irgendwelche Störungen, vielleicht sozusagen eine Art drittes Geschlecht hinweisen lässt. Das hat Magnus Hirschfeld damals nämlich erklärt. Aber es ist keine Sache, die jemand anderem Schaden zufügt und deswegen kann man sie auch gleich legalisieren. Die Kommunisten, die KPD, hat damals eher die Argumentationslinie hervorgebracht, dass es darum geht, die Sexualität als Privatsache zu sehen, als Privatsache zwischen zwei Personen, wo jetzt im Prinzip, solange kein Schaden zugefügt wird, kein staatlicher Eingriff notwendig ist. Und hat erklärt, dass im Prinzip die noch nicht vollendeten, das heißt die Aufgaben, die noch nicht vollendet werden, wurden im Prinzip durch das Verleihen der aller bürgerlich-demokratischen Rechte an Homosexuelle in Deutschland in der Periode noch ausstehende Aufgaben der bürgerlichen Revolution sind. Also so hat sich die KPD das erklärt, die sozusagen eben auch in diese Richtung gegangen ist. Und jetzt natürlich die Frage, warum hat die KPD eigentlich diese gesamten Ideen vertreten? Und ich glaube, wenn man heute mit Leuten über Marxismus und Kommunismus redet und gerade das Thema von LGBT-Personen aufbringt, dann bekommt man sehr oft zu hören, ja, schau mal, wie es in der DDR oder schau mal, wie es in Russland war oder in China oder in Jugoslawien. Da wurden ja überall Homosexuelle verfolgt. Das war ja überall ein furchtbarer Zustand. Also was hat Marxismus eigentlich damit zu tun? Was hat Marxismus dem zu bieten? Das ist ja eigentlich eine Sache, die dem komplett zuwiderläuft. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die man immer wieder, auf die man immer wieder stößt, die immer wieder Leute argumentieren. Aber wenn man sich die geschichtliche Entwicklung eben anschaut, dann sieht man, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also so die russische Revolution von 1917, die Oktoberrevolution, war nämlich in der Geschichte des Befreiungskampfes von LGBT-Personen ein immenser historischer Meilenstein. Also was nämlich durch die Oktoberrevolution erwirkt wurde, ist eine, neben der kompletten Umwälzung der kapitalistischen Gesellschaft, neben der Selbstermächtigung der Arbeiter und Bauern und dem in die Hände nehmen des eigenen Schicksals eben durch die Räte, durch die Verwaltung selbst, durch dieses massive zu Bewusstsein kommen der Massen, war es möglich, auch eine riesige Reformierung des unglaublich oppressiven Sexualkodex, des zaristischen Gesetzgebung vorzunehmen. Also es gab damals zahlreiche, also zum Beispiel der Jordi Butkin, da gibt es auch eine Übersetzung auf Englisch, allerdings nur auf Marx.com seine Arbeiten, der hat eben lang über die Sexualreform und die Abschaffung der zaristischen Gesetzgebung geschrieben. Und man muss sich das ein bisschen konkret vorstellen, also was die zaristische Gesetzgebung war. Das war ein Land, das war eine Gesetzgebung, die unter drakonischsten Maßnahmen, also erstens einmal die Frau in einem Zwangskorsett der Familie gehalten hat. Also der Mann im Prinzip hatte sämtliche Freiheiten. Es war eingemeißelt ins Gesetz, dass die Frau sozusagen sämtliche Wünsche des Mannes erfüllen muss, dass die Frau dem Mann unterlegen ist und dass die Frau sogar, das war vor allem der orthodoxen Kirche und der starken Rolle der Kirche geschuldet, im Prinzip des teuflischen Ursprungs sei. Also es gab wirklich eine vorherrschende Konzeption dessen, dass die Frau im Prinzip einen satanischen Ursprung hat und in jeder Hinsicht dem Mann unterlegen ist. Und in diesem Land ist eben das passiert, was ich gleich erzählen werde. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, sich das konkret vor Augen zu halten, weil man hört ja heute immer wieder, ja, okay, es gibt soziale Revolutionen,
vielleicht im Sudan oder in Pakistan, aber da kann es ja nie irgendwie, es kann ja nie irgendwie so groß werden, die Verhältnisse dort sind ja viel zu schlimm, die Verhältnisse dort sind ja so unterdrückerisch, da kann es ja nie irgendwie zu großen Umwälzungen kommen. Aber wenn man sich eben anschaut, was in Russland 1917 passiert ist, auf einer konkreten materiellen Basis, dann sieht man halt, dass diese Dinge eingebettet sind in eine materielle Basis, dass man sich eben anschauen muss, was ist überhaupt die Grundlage für den Kampf gegen LGBT-Unterdrückung. Und so kommen wir eben konkret zur russischen Revolution. Was ist passiert? Also abgesehen von dem, was ich schon vorweggenommen habe, dass 1922 explizit Homosexualität legalisiert wurde, gab es eine riesige Kampagne zur Kollektivierung und zur Vergesellschaftung der gesamten Reproduktionsarbeit, von dem, was ich eben gesprochen habe. Es wurden Mensen aufgestellt, es wurden riesige Institutionen organisiert, die sich eben um die Gesundheit kümmern, um die Erziehung kümmern, und es wurden extrem kühne und weitgreifende Projekte gestartet, um eben die Erziehung und die Reproduktionsarbeit des Menschen nicht mehr nur im Privaten, nicht mehr zulasten der Frau, im Zwangskorsett der bürgerlichen Familie zu halten, sondern gesellschaftlich zu lösen, um eben die Familie und eben auch die zwischenpersönlichen Beziehungen von der ökonomischen Notwendigkeit zu befreien. Also das war der Hintergedanke davon. Was man davor aber braucht, ist eine hohe Entwicklung der Produktivkräfte. Ja? Man braucht eine hohe Entwicklung der Produktivkräfte, weil es eben aufwendig ist und teuer ist, also so diese gesamten Dienste bereitzustellen. Man braucht eine breite Teilnahme der Menschen, und man braucht auch die Mittel, um das alles langfristig natürlich zu finanzieren, ja? und zu decken und zu realisieren. Also deswegen braucht man eben eine hohe Entwicklung der Produktivkräfte, und deswegen ist eben auch dieser Befreiungskampf eingebettet in die Entwicklung der Produktivkräfte in letzter Instanz. Ja? Also jetzt kein mechanisches Verhältnis, sondern es hängt eben immer darauf an, kommt nämlich immer davon ab, was für konkrete Maßnahmen ergriffen werden. Aber im Allgemeinen ist eben ein hohes Entwicklungslevel der Produktivkräfte notwendig. Auf dieser Basis ist es allerdings möglich, eben, dass sich diese ökonomischen Notwendigkeiten loslösen. Und dass durch die Vergesellschaftung, durch die gesellschaftliche Lösung dieser Reproduktionsarbeit, diese engen Bünde der Familie sich langsam eben aufgelöst haben. Und das war auch der Fall. Also 1918 wurde Georgi Tschitscherin, ein offen bekennender Homosexueller, zum Außenminister, beziehungsweise zum Kommissar für Äußeres in der jungen Rätrepublik in Russland. Ein Poet, Kuzmin, hat sich positiv auf die Oktoberrevolution bezogen und hat zusammen mit anderen Dichtern in der Epoche großes öffentliches Ansehen genossen und konnte frei Gedichte schreiben. Ja. Also, und neben diesen besonders großen Sachen gab es auch kleinere Schritte, die damals aber auch schon extrem revolutionär waren, wie zum Beispiel, dass uneheliche Kinder trotzdem als legitime Kinder angesehen wurden, was vorher nämlich nicht der Fall war. Ja? Also Kinder aus nicht-ehelichen Verhältnissen wurden im Prinzip als Bastarde oder als Außenstehende gesehen. Das wurde geändert. Ja? Also es gab eine umfassende Umwälzung der gesamten Sexualgesetzgebung, des gesamten Umgangs, auf Basis eben einer reellen materiellen Umwälzung der Reproduktionsarbeit, der Art und Weise, wie diese gesellschaftlich notwendige Arbeit vollzogen wird und in welchen Kanälen sie verwaltet wird. Also das war im Prinzip die große Bedeutung der Oktoberrevolution und der Übernahme der Produktionsmittel in die gesellschaftliche Verwaltung und Planung durch die Arbeiterräte. Ja? Was eben das ist, was passiert ist 1917. Also die Produktionsmittel wurden nicht mehr privat, anarchisch verwendet, im Besitz einzelner Kapitalisten stehen, sondern von der gesamten Gesellschaft demokratisch verwaltet. Und auf dieser Basis waren eben all diese Entwicklungen möglich. Jetzt ist es aber so, dass man in Russland gewusst hat, dass die Entwicklung der Produktivkräfte selbst nicht ausreicht, um in einem Land den Sozialismus zu realisieren. Man ist angewiesen auf die Revolution in Deutschland, man ist angewiesen auf die hohe Entwicklung der Produktivkräfte im Westen, und nur so kann man die Revolution retten, und das waren den Bolschewiki, das war Lenin und Trotzki komplett klar. Durch das Ausbleiben der deutschen Revolution, mit jedem Niederschlagen der Massen, die aufgestanden sind, um zu kämpfen,
hat sich eine Bürokratie, eine privilegierte Kaste gebildet, die ab 1923 im Prinzip immer stärker ihren Griff um die Macht festigt und Trotzki, nach Lenins Tod Trotzki ausschließt, ins Exil schickt und eine Konterrevolution gegen die Arbeiterdemokratie vornimmt. Ja? Und einher mit dieser Konterrevolution gegen die Arbeiterdemokratie gab es eben auch eine Konterrevolution gegen die Familie. Also dazu ein gutes Zitat von Trotzki. Die triumphale Rehabilitation der Familie, die gleichzeitig stattfindet, was für eine schicksalshafte Fügung, mit der Rehabilitation des Rubels, ist durch den materiellen und kulturellen Bankrott des Staates verursacht. Anstelle einer öffentlichen Erklärung, wir sind zu arm und ignorant für den Aufbau sozialistischer Verhältnisse unter Menschen, unsere Kinder und Enkel werden dies realisieren, zwängen die Führer die Menschen wieder in die Schale der zerbrochenen Familie und nicht nur das, sie betrachtet sie auch unter Androhung extremer Strafe als heiligen Nukleus des triumphierenden Sozialismus. Es fällt schwer, den Ausmaß dieses Rückschrittes mit dem Auge allein zu bemessen. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Da gab es eine Revolution, die die unterdrücktesten Schichten der Gesellschaft, zu denen die LGBT-Personen zählen, in großen Zügen und großen Schritten befreien konnte. Also man muss natürlich sich immer über das Label, über das allgemeine Niveau dieser Befreiung und der schwierigen Verhältnisse bewusst sein, aber das war eine unglaubliche Befreiung. Wenn man bedenkt, dass manche Länder erst in den 90ern und erst in den frühen 2000ern und manche Länder gar nicht heute noch Homosexualität dekriminalisiert haben, dann wird das schon irgendwie, wird das Ausmaß, das bedeutsame Ausmaß dieser Entwicklung damals klar, die eben nur möglich war auf einer sozialistischen Basis. Also, genau. 1933 bis 1934 bringt dann eben auch unter der starken Rolle Stalins und der Bürokratie das neue Verbot von homosexuellen Interaktionen unter Männern wird wieder durchgebracht. Aber nicht ohne den Widerstand einzelner Kommunisten und Kommunistinnen in den gesamten kommunistischen Parteien. Also ich habe vorhin erwähnt, die Deutsche Kommunistische Partei hat sehr stark für die LGBT-Befreiung gekämpft, in Deutschland im Wissenschaftlich-Humanitären Komitee eben. Und dasselbe lasse ich auch über die Kommunistische Partei England sagen. Es gab nämlich auch einen Kommunisten aus der Kommunistischen Partei Großbritanniens, Harry White, der in den 1930ern in Moskau gearbeitet hat, in einer Tageszeitung Redakteur war, der eben beobachtet hat, an erster Hand, was sich entwickelt hat und was für eine Konterrevolution sich da angebraut hat von Seiten der Bürokratie. Und er hat einen Brief geschrieben an Stalin. Ja? Also an sich ein sehr mutiger Akt, wenn man bedenkt, okay. Ja. Er hat einen Brief geschrieben an Stalin mit der Frage, kann ein Homosexueller Mitglied einer kommunistischen Partei sein? Und in diesem Brief, es ist ein sehr lesenswertes Dokument dieser Periode, gibt es auch auf marx.com zu lesen, führt er eben aus, dass Homosexuelle ja im Prinzip nur eine gesellschaftliche Minderheit sind und argumentiert im Prinzip dafür, dass es keinen Grund gibt, Homosexuellen zu unterdrücken und vergleicht sie mit unterdrückten Nationalitäten zum Beispiel, die eben auch bürgerlich, bei denen eben auch bürgerlich-demokratische Forderungen, also im Prinzip ihre konkrete Befreiung und ihr konkretes Verleihen von Rechten eben gefordert werden muss. Genau, ja, also so mit dem vergleicht er das. Und Stalin, man hat das in den Archiven wieder gefunden, diesen Brief, und Stalin hat darauf einen kleinen Zettel gelegt und hat darauf geschrieben, ein Idiot und ein Degenerierter. Also so, das ist die glorreiche Armut des Stalinismus. Und ich finde, man kann auch jeden Stalinisten, Stalinistin und Maoistin heute sehr gut damit irgendwie, eine tendenziöse Frage stellen und sagen, was ist eigentlich eure Positionierung dazu? Ja? Also so, wenn es da überhaupt, genau, also wenn es dazu kommt. Tragischerweise endet durch die bürokratische Konterrevolution gegen die Arbeiterdemokratie und gegen die Errungenschaften der Oktoberrevolution für sehr viele Vorkämpfer von LGBT-Rechten mit der Verfolgung, mit der Einsperrung und in letzter Instanz auch in vielen Gulags. Also so zusammen mit den Bolschewiki, mit den jenen, die der Oktoberrevolution ihren Idealen treu geblieben sind, sind auch sehr viele Homosexuelle, Dichter Kuzmin zum Beispiel, dann verfolgt worden und auch ermordet worden.
Genau, ja. Also, um eben jetzt, also dieser Exkurs nochmal zur Russischen Revolution, um die Bedeutung der materiellen Basis und auch den Impact besser verstehen zu können, den diese Sexualpolitik gehabt hat und die Bedeutung eben für die gesamten ganzen einzelnen Länder eben, für die einzelnen kommunistischen Parteien in Deutschland, in Frankreich und so weiter eben, wie vorhin erwähnt. Genau. Jetzt ein Schluck Wasser und dann, die zweite Phase mehr oder minder. Ja? In Deutschland endet leider dieser Kampf eben auch mit einer Niederlage für die kommunistischen Parteien, mit einer Niederlage für die Arbeiterbewegung und letzter Instanz mit dem Sieg des Faschismus und dem Ende vieler Vorkämpfer der LGBT-Befreiung in Konzentrationslagern, Gefangenschaft, Verfolgung oder Exil. Nach dieser historischen Niederlage, nach dieser Periode, beziehungsweise auch ein bisschen versetzt, kommt es in den USA zu einigen beachtlichen Entwicklungen. Der Zweite Weltkrieg hat in den USA ungefähr 12 Millionen Menschen, Männer und Frauen, in den Krieg mobilisiert und sie aus ihren konkreten Lebensverhältnissen im Midwest, in Dörfern, wo auch immer, entwurzelt. Und sehr viele homosexuelle Männer und Frauen wurden unendlich entlassen aus dem Militär. Und viele dieser Menschen haben sich eben angesammelt in San Francisco, in den größeren urbanen Zentren der USA. Also viele waren auch aus kleineren Städten, nachdem man unehrenhaft entlassen wird aufgrund von Sodomie oder aufgrund von dubiosem Verhalten dieser Richtung, waren sehr viele Leute ausgestoßen von ihrer Familie. Und sehr viele Leute waren dann gezwungen, sozusagen sich gemeinsam zu helfen, sich sozusagen zu Gemeinschaften zu verbinden auch, zu Communities mehr oder minder, und sich in den größeren Zentren eben wieder zu finden. 1951, und das ist sozusagen jetzt die nächste Periode, die damit beginnt, wird die sogenannte Metachine Society gegründet. Ja? Das ist eine ursprünglich Geheimgesellschaft, die sich eben auch für LGBT-Rechte einsetzt, und sie wird von einem Menschen gegründet, dem Harry Hay, der Mitglied der Kommunistischen Partei der USA war. Ja? Das heißt, auch hier gibt es diese Verbindungen, obwohl man muss bedenken, die 1950er schon eine Periode der kompletten Stalinisierung der kommunistischen Parteien waren und wo eben auch die extrem homophoben Positionen durchgebracht wurden und zum Standard wurden des politischen Repertoires in all diesen Parteien, bedauerlicherweise. Deswegen konnte Harry Hay auch nicht im Umkreis der Kommunistischen Partei diese Gesellschaft gründen, sondern musste mehr oder minder außerhalb, halb verstoßen von der Kommunistischen Partei, diese Metachine Society gründen. Er ist trotzdem noch aber in einem marxistischen Kontext geblieben und hat auch eine Klassenanalyse vorgehalten, mit der er eben auch argumentiert hat, inwiefern Homosexuelle unterdrückt werden, inwiefern Leute unterdrückt werden. Und inwiefern aber auch dieses Thema vernetzt werden muss mit anderen Unterdrückungsformen. Die haben unter anderem eine Zeitschrift herausgegeben, standen aber stets unter massivem Druck. Einerseits von dem vorherrschenden Antikommunismus und McCarthyismus der Periode, wo eben auch eine Hasskampagne gegen den Kommunismus gefahren wurde von Seiten der Bourgeoisie in den USA. Was eben auch sehr interessant ist und irgendwie bezeichnend ist, dass sehr viele Leute, dass der Antikommunismus sehr oft in dieser Periode Antikommunismus mit Homophobie verbunden hat. Also es gibt eine Aussage von McCarthy, wo er eben auf Englisch sagt, im Prinzip kann nur eben ein Schwuler ein Kommunist sein. Also so, er hat das sogar noch ein bisschen, abwertender formuliert. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Genau, ja. Und was aber auch passiert und was sehr interessant ist, diese Metachine Society, obwohl sie nur ein paar hundert Mitglieder hat, gibt diese Zeitschrift aus, One, in dem eben ein kämpferischer Stolz, schwul zu sein, publiziert wird und vorgehalten wird. Und sie erfährt eine gewisse Wachstumsperiode. Gleichzeitig steht Harry Hay, der Gründer, von verschiedensten Seiten unter Druck. Erstens steht er unter Druck von der Kommunistischen Partei der USA, die immer weiter auf den Kurs zusteuert, ihn rauszuhauen, ja? Ihn auszuschließen
aus der Partei, weil er homosexuell ist und weil er sich für den Befreiungskampf der LGBT-Personen einsetzt. Ja? Also auch schon mal eine sehr schlaue Taktik von Seiten der Kommunistischen Partei in den USA damals. Auf der anderen Seite steht er unter Druck von dem rechten Flügel innerhalb der Medizin Society. Also, was man nämlich sieht, ist, dass verschiedenste Personen verschiedene Sachen argumentiert haben in dieser Organisation. Das ist jetzt an sich nochmal nichts Überraschendes, aber wenn man sich anschaut, was die Personen argumentiert haben, dann wird eine Sache klar. Es gab nämlich im Prinzip zwei Linien. Die erste Linie war die Linie, die argumentiert hat, wir müssen diesen Kampf mit anderen Kämpfen verbinden. In letzter Instanz kann nur der gemeinsame Kampf aller Unterdrückten gegen das System siegreich sein. Und eine andere Linie, die gesagt hat, wir müssen an liberale Politiker appellieren. Nur wenn wir an liberale Politiker appellieren, dann können wir siegreich sein, dann können wir Veränderungen schaffen. Und als Marxisten würden wir natürlich sagen, dass das die Position von zwei verschiedenen Klassen, von zwei verschiedenen Klassen in der Gesellschaft widerspiegelt. Ja? Die erste Position ist eine Position der Arbeiter, eine proletarische Position, die eben für eine Vereinheit, für eine Verallgemeinerung, für eine Verbindung aller bestehenden Kämpfe gegen den Kapitalismus sich ausspricht. Die andere Position ist eine kleinbürgerliche Position. Und diese Frage war eine essentielle, entscheidende Frage für diese Bewegung in dieser Epoche. Und die Kommunistische Partei hat dann Mitte der 50er tatsächlich Harry Hay ausgeschlossen aus der Kommunistischen Partei. Also, was ein massiver Fehler war, weil sie hat dadurch die historische Möglichkeit verspielt, sich an die Spitze der Avantgarde zu stellen, der LGBT-Befreiung, des Befreiungskampfes. Und wie ich eben vorhin erwähnt habe, hat sich immer mehr eine große Menge von Menschen, von LGBT-Personen eben herausgebildet, die sich in Gemeinschaften, die sozusagen zueinander in Kontakt gestanden sind, die sich in den größeren urbanen Zentren der USA angefunden haben und die sozusagen täglich entfremdet wurden von den Zuständen in der Gesellschaft, in der sie leben. Also es gab auch hier einen molekularen Prozess sozusagen, einen molekularen Prozess der Entfremdung, des Gefühls der Entrechtung und einfach des allseitigen Drucks, der auf den Leuten lastet. Also LGBT-Personen, statistisch gesehen weitaus, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, obdachlos zu werden zum Beispiel, ja, oder vom Job ausgeschlossen zu werden. Dieser ökonomische Druck hat die Leute eben auch zusammengeschweißt und hat eben auch stärkere Communities sozusagen geschaffen in diesem Kontext. Also auf der anderen Seite hat sich eben die Frage der Führung dieser Bewegung gestellt und in diesem Kontext können wir eben auch reden wir über die Metaschine Society, die eben von verschiedensten gesellschaftlichen Klassen unter Druck stand, verschiedenste Ideen entwickelt hat und aber sich in einem Kontext organisiert hat, der Stalinisierung und der Degenerierung der kommunistischen Parteien, ja, die eben schon in den 50ern eine historische Chance verplant haben oder verspielt haben. Genau, ja. Wir kommen im Prinzip jetzt zu einem Schlüssel, zu einer Schlüsselstelle in der Geschichte des LGBT-Befreiungskampfes. Also, wie ich jetzt eben eh schon erwähnt habe, schauen wir mal kurz, ob ich noch irgendwas erwähnen sollte genauer. Nein, das passt dann. Genau, ja. Nämlich am 28. Juni 1969 kommt es in New York zu massiven Ausschreitungen. Also die sogenannten Stonewall Riots, von denen hat bestimmt die eine oder der andere schon mal gehört. Was war das im Prinzip? Also ich habe vorhin schon erwähnt, dass es extrem viele unehrenhafte Entlassungen aus dem Militär rund um den Vietnamkrieg und rund um den Zweiten Weltkrieg gab. Oft war es eben unmöglich für die Leute zurückzuziehen in ihre Heimatstädte und so haben sich große Communities herausgebildet. Diese Communities, das war es eben aber auch so in New York, dass es im Prinzip illegal war, an Homosexuelle Alkohol auszuschenken. Und deswegen haben sich LGBT oder Schwulenbars herausgebildet in gewissen Teilen der Städte, die vor allem von der Mafia kontrolliert wurden. Ja? Die Mafia hat eben diese ökonomische Möglichkeit genutzt und Alkohol ausgeschenkt an diese Teile der Bevölkerung. Und die Polizei hat in regelmäßigen Abständen Razzien sozusagen angeordnet und durchgeführt gegen diese Einrichtungen, die im Prinzip eine riesige Schikane waren. Ja?
Leute wurden schikaniert. Meistens hatten die Mafiosi vor allem in den USA korrupte Verbindungen zur Polizei, dass alle rechtzeitig gewarnt worden sind. Und es wurde im Prinzip einfach nur zu einem Bashing und zu einem Hinfall und zu einer massiven Schikane der LGBT-Personen, die eben dort sind. Jetzt hat sich aber gleichzeitig in diesem jahrzehntelangen Prozess des Anwachsens einer Community, einer Basis, eine solche Wut aufgestaut und ein solcher Hass aufgestaut gegen die bestehenden Verhältnisse, gegen die Polizei, gegen das NYPD, also das New York Police Department, und gegen diese gesamten Linien, dass als die Polizei eben am 28. Juni versucht hat, eine New York Gay und Drag Bar namens Stonewall Inn zu räumen, die Leute Widerstand geleistet haben. Und das massiv. Also auf riesiger Ebene sind tausende Leute rausgegangen auf die Straße und haben sich Straßenschlachten geliefert mit der Polizei, haben gekämpft und haben ganz klar gesagt, heute nicht mehr, bis hierher und nicht weiter, und haben wirklich massiven, beachtlichen und wirklich auch inspirierten Widerstand geleistet für uns heute. Wir müssen bedenken, das ist eine der unterdrücktesten, das war in erster Linie, waren das proletarische LGBT-Personen eben auch, man eben auch sieht, dass LGBT-Personen aus der Bourgeoisie oder aus dem besser gestellten Kleinbürgertum andere ökonomische Möglichkeiten haben. Ja? Das sind Leute, die sich wahrscheinlich erstens einmal eine Einberufung ins Militär ersparen können, und Leute, die zweitens einmal andere Möglichkeiten haben und nicht auf die Communities angewiesen waren. Ja? Das heißt, es waren primär proletarische Communities, die eben als LGBT-Personen zu den unterdrücktesten Schichten unserer Klasse zählen. Und in den letzten 100 Jahren, vor den Stonewall Riots, die zu den entrechtesten Schichten waren, die sozusagen quasi nie selber für sich irgendwie aufgetreten sind und gesprochen haben. Und genau das ist eben passiert. Ja? Also es gibt da irgendwie ein nettes Zitat von jemandem, der mitgemacht hat, das will ich jetzt vorlesen. In der Zivilrechtebewegung sind wir vor der Polizei geflohen. Genauso in der Friedensbewegung. An dieser Nacht floh die Polizei allerdings von uns, von den allerletzten der Letzten. Und das trifft es, finde ich, sehr gut. Wenn man sich überlegt, was in den 60ern passiert ist, dann haben wir eine wachsende Unzufriedenheit, einen extremen Druck, der auf der gesamten Bevölkerung lastet. Es gab eine Organisation, es gab einen organisierten großen Widerstand gegen die Vietnamkriege in den USA, aber auch global. Es gab eine große antikommunistische Welle, eine Welle von Aufständen und revolutionären Situationen auf der ganzen Welt, von Frankreich 1968 auf der wirklich global, bis hin in den USA zum Beispiel auch zu Antikriegsforderungen und zum Befreiungskampf der schwarzen Bevölkerung, die sich eben auch zum Beispiel rund um die Black Panthers-Bewegung organisiert haben. Und in diesem Kontext schießen die Stonewall Riots wirklich wie ein Blitz durch die LGBT-Communities in den USA und auch global. Und das ist wirklich wie ein Blitz, der da durchgeht. Und auch die Metachine Society reagiert darauf. Harry Hay gründen sofort ein Aktionskomitee und überlegen sich, wie sie jetzt eben den Kampf führen, was jetzt passieren wird und wie man vorangeht. Aber inzwischen hat sich in der Metachine Society, das ist jetzt 1969, dann ist es ordentlich gesprungen, hat sich ein großer rechter Flügel herausgebildet. Und dieser rechte Flügel hat massiv gebremst. Ja? Also während das Aktionskomitee der Metachine Society in New York dafür argumentiert hat, den Kampf zu verallgemeinern, zu verbinden mit dem Kampf gegen die Unterdrückung der Schwarzen und dem Vietnamkrieg, hat der rechte Flügel gesagt, na, wir müssen aufpassen, jetzt besonders systemkritisch zu sein. Wir sollten da wirklich aufpassen, wir sollten uns eher wieder auf die liberalen Politiker beziehen, weil die können ja die wirkliche Veränderung, die haben ja Macht, die haben politische Macht, die können wirkliche Veränderungen vollbringen. Das ist der Flügel, der rechte Flügel in der Metachine Society, und das sind sozusagen, in dieser Tradition stehen auch viele Leute der Organisatoren der heutigen Pride-Paraden. Aber da komme ich eh noch dazu, weil da sieht man nämlich auch schon, in welcher Tradition sie steht und in welcher Tradition wir stehen. Aber das kommt dann eh noch am Ende raus. Spoiler. Einer der Führer der Bewegung, des rechten Flügels, Dick Leitch, hat eben ganz klar argumentiert, man muss alle systemkritischen Bewegungen Abstand halten von denen.
Die Aktivisten und Aktivistinnen hingegen haben argumentiert, alle Unterdrückten, also das zitiere ich jetzt, alle Unterdrückten müssen sich vereinigen, das System hält uns schwach, indem es uns spaltet. Also eine korrekte Position. Ein Jahr nach den Stonewall Riots hat der rechte Flügel, und das ist jetzt sozusagen das Tüpfelchen auf dem I, sogar argumentiert, man darf keine Gedenkdemo zum einjährigen Jubiläum der Stonewall Riots machen, weil dann kriegen die liberalen Politiker, mit denen wir gute Beziehungen haben, Angst und springen vielleicht ab, uns zu unterstützen. Ja? Also eine gewagte These. Ja? Und was das Aktionskomitee gemacht hat, ist, sie haben eine Gay Liberation Front gegründet. Sie haben sich abgespalten sozusagen von der Metaschine Society endgültig und haben eine neue Organisation gegründet, die antikapitalistisch war und revolutionär und hat sich eben, hat eben argumentiert, eine Verallgemeinerung der ganzen bestehenden Bewegungen und sozialen Kämpfe vorzunehmen. Auch eben auf einer breiten Ebene. Genau, also das ist sozusagen dieser allgemeine Hintergrund einmal. Und was wir eben sehen an der konkreten Erfahrung in den USA, ist, dass die Kommunistische Partei, dass diese Bewegung eigentlich ihren Ursprung stets hatte in der Kommunistischen Partei rund um Leute, die nicht nur einzelne Punkte sozusagen überwinden wollten, sondern das gesamte System, den gesamten Produktionsmodus, in dem diese Unterdrückungen verwurzelt sind. Ja? Aus diesem Kontext kommen eben die besten und kämpferischen Elemente und auch die Begründer überhaupt dieser Organisation. Harry Hay zum Beispiel, der die erste Gay Rights Organisation gegründet hat, eben in den USA, war Mitglied der Kommunistischen Partei und hat eben sein ganzes Leben lang eine antikapitalistische Perspektive verteidigt und verbunden mit eben der Befreiung von LGBT-Personen. Und das sieht man eben sehr stark an diesem Beispiel. Die Kommunistische Partei hat es komplett verpasst, die historische Möglichkeit, sich an die Vorfront dieser Bewegung zu stellen und aktiv dafür zu kämpfen. Also, und das ist eben auch der große Blunder sozusagen, wenn man so möchte, der Führung damals einfach. Ja? Also so ähnlich wie auch, wie die Vera heute gesagt hat, hat der subjektive Faktor gefehlt, vorab eine klare Position darzulegen und nicht erst im Hitze des Gefechts sozusagen sie halb zu improvisieren und gleichzeitig noch unter Druck des rechteren Flügels zu stehen. Also so, genau. Und das ist eben auch der Punkt. Also wenn man sich dann die 70er Jahre anschaut und die Verbesserung in den USA, die Verbesserung der Lage von LGBT-Personen, dann ist es nicht erwirkt worden durch irgendein herzhaftes Appellieren an liberale Politiker, nicht erwirkt worden durch irgendeine großzügige Konzession nach langem Bitten und Flehen, sondern durch den klaren Kampf, also so von Millionen von Menschen, die gesagt haben, wir geben uns das nicht mehr. Ja? Also so wirklich von einem heroischen, heldenhaften Kampf, der revolutionär war, eine revolutionäre Perspektive gehabt hat und verbunden mit einer revolutionären Führung in dieser in dem Kontext der USA und auch in dem globalen Kontext der 60er Jahre die Frage nach der Zukunft des Kapitalismus und ihrer revolutionären Überwindung hätte stellen können. Ja? Also alle Elemente waren da. Also genau. Und wenn man das Ganze noch einmal mit einer kurzen globalen Ebene, nämlich mit Italien vergleicht, dann gab es auch 1972 in Italien eine Vereinigung von LGBT-Personen, die sich nämlich Fori nannte, Fori für Italienisch für raus, ja, die immer wieder mit einer explizit revolutionären Perspektive interveniert hat und auch eine Demo gegen einen Kongress der internationalen Sexualwissenschaften organisiert hat, wo sie eben auch aufgetreten sind mit Schildern und klar gefordert haben und proklamiert haben, wir sind normal, wir sind normal, wir sind nicht krank, weil nämlich damals noch Homosexualität als Krankheit angesehen wurde. Ja? Also in den internationalen Sexualwissenschaften, also das wurde damals noch so gehandhabt. Und auch hier in Italien hat die Kommunistische Partei es nicht geschafft, den Kampf zu verbinden, sondern hat argumentiert, dass Homosexualität im Prinzip das Resultat aus dem Verfall der bürgerlichen Gesellschaft wäre. Ja?
Also so, das war das, was die Kommunistische Partei in Italien damals argumentiert hat. Ja? Also nicht irgendwie ein Befreiungskampf, nicht eine Vereinigung, nicht ein Kampf mit der Orientierung auf die Arbeiterbewegung und die Methoden der Arbeiterbewegung, sondern, ja, das sind eigentlich alles degenerierte wegen dem Kapitalismus. Also das war sozusagen im Prinzip die theoretische Antwort darauf. Und die ist natürlich haarsträubend, die ist absolut wahnsinnig. Und die wird natürlich auch Dutzende Kommunisten und Kommunistinnen, die homosexuell waren, zu der Zeit in der KP in Italien massiv entfremdet haben. Ja? Also so, und erst 1975 mit der Ermordung von Pier Paolo Pasolini eben, der eben auch Parteimitglied war und homosexuell war, entsteht eine neue Debatte. Ja? Aber wir sehen eben in zahlreichen Ländern, und dann, das ist jetzt nur exemplarisch, dass die Arbeiterbewegung und die Führung der Arbeiterbewegung es nicht geschafft hat, die entstehenden LGBT-Bewegungen mit der Arbeiterbewegung zu verbinden und eine kämpferische Perspektive zu schaffen. Also so, die meisten der Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, waren glorreiche Kämpfe von einzelnen Personen, die im Prinzip die richtigen Ideen hatten, aber nicht die Mittel, die Basis, die Organisation, um sie durchzuführen und auf ihrer Basis einen Kampf sozusagen bis zu Ende zu führen. Ja? Genau. Wasser. Ich komme jetzt mehr oder weniger zum letzten Teil oder zum abschließenden Teil. Und diesen Teil werde ich beginnen mit beinharten, rücksichtslosen Spoilern aus einem Film. Ja? Also sorry, aber das muss sein. Und zwar Pride. Macher haben wir vielleicht schon gesehen. In dem Film Pride, das ist ein sehr guter Film, ich werde auch erklären, warum gleich. In dem Film Pride geht es um den Bergarbeiterstreik 1984 gegen die Thatcher-Regierung, die einen massiven Angriff gegen die Arbeiterklasse in England durchgeführt hat, als Teil eines allgemeinen Angriffs gegen die Arbeiterklasse in den 1980er Jahren. Die Minenarbeiter haben gestreikt 1985, haben wirklich einen heldenhaften Streik geleistet gegen die Angriffe der Thatcher-Regierung und in London und in einigen Zentren in England hat die Teile der LGBT-Bewegung eine Solidaritätskampagne organisiert. Ja? Also unter der Führung von einzelnen Leuten, zum Beispiel einer Person, die eben auch der KP sehr nahe stand in England, haben sie eine Solidaritätskampagne organisiert, haben sie Unterstützungsgelder gemacht, ein Benefizkonzert organisiert und die Minenarbeiter in Wales, in South Wales, die eben gestreikt haben, unterstützt mit finanziellen Hilfsmitteln. Also, und sozusagen aufgezeigt, was Solidarität ist und diese auch immer argumentiert damit, dass es sich um Klassensolidarität handelt, dass es sich eben um einen gemeinsamen Kampf handelt und dass nur auf Basis dieses gemeinsamen Kampfes überhaupt von Sieg gesprochen werden kann. Und das ist eben auch passiert, das haben sie eben auch gemacht. Man muss dazu sagen, zu diese Periode stellt im Prinzip ein Abflaumen in den Klassenkämpfen der 1970er Jahre dar. Also die Periode von immensen Klassenkämpfen von 68 über die 70er flaut ab Mitte der 1980er Jahre wieder ab. Und dieses Kapitel ist sozusagen das letzte Eck oder der letzte Teil dieser Klassenkämpfe. Und was sozusagen das Highlight im Prinzip dieser Bewegung war, ist eben auch sehr gut im Ende des Films von Pride dargestellt. Und zwar, am Ende des Films ist es so, dass die Minenarbeiter besiegt wurden, den Streik nicht gewonnen haben, die LGBT-Leute, die eben Solidaritätskampagne organisiert haben, ausgeschlossen worden sind von den Gewerkschaften in einem fragwürdigen Manöver und dass sie sozusagen auf der Pride-Parade von 1985 sind und sich sozusagen mit all ihren Bannern und politischen Forderungen bereit machen, sich der Pride-Parade anzuschließen, also die LGBT-Leute. Daraufhin kommt ein Teil von der Demonstrationsführung und sagt zu ihnen, Leute, ich muss euch sagen, ihr müsst ganz hinten gehen, weil wir haben uns entschlossen, keine politischen Forderungen mehr. Also so. Und daraufhin hat ein Flügel gesagt,
nein, das können wir doch nicht machen, wir müssen doch politische Forderungen hervorheben, das ist doch irgendwie, ist doch furchtbar, wir müssen politische Forderungen hervorbringen. Dann sagt ein anderer Teil, aber in Wirklichkeit haben wir eigentlich andere Interessen als ihr. Eigentlich sollten wir eine separate Demo von lesbischen Frauen und ihr, eine Demo von homosexuellen Männern gründen. Und die andere Position war, es ist egal, solange wir gemeinsam gehen. Und das ist eigentlich ein Part vom Film, der ziemlich smart ist, weil er wirklich objektiv die verschiedensten Tendenzen in der LGBT-Bewegung dieser Epoche darstellt. Also es gab eben genau diese Position. Es gab die Position, spalten wir uns entlang aller unserer verschiedenen Identitäten, all unserer verschiedenen Unterdrückungen eben auf. Ja? Das ist sozusagen die Linie, die sozusagen den Keim dargestellt hat für diese gesamten identitätspolitischen Ideen und Theorien von Judith Butler und so, die dann später entwickelt worden sind, auf die ich jetzt nicht so eingehen werde, weil die auf die in anderen Kontexten eingegangen wird. Und eine andere Position, die eben argumentiert hat, wir sollten gemeinsam gehen, aber keine politischen Forderungen mehr erheben. Also so. Und das war eben genau die Linie, die apolitische, teilweise spalterische Linie, die die LGBT-Bewegung eingeschlagen ist, ab Mitte der 80er Jahre. Was aber dann passiert, heroisch, imposant, mit viel Trompetenklängen, gegen Ende des Films, ist, dass die Minenarbeiter auftauchen, in zig Bussen mit ihrem Orchester auftauchen und gemeinsam There's Power in the Union spielen und die Pride-Parade von 1985 in London anführen, was tatsächlich passiert ist. Also der Film ist kein fiktiver Film, sondern er schildert tatsächlich, was passiert ist. Und 1985 haben tatsächlich die Minenarbeiter aus South Wales die Gay Pride-Parade 1985 angeführt. Und warum ist das für uns so interessant? Weil wir an diesem kleinen Beispiel eben sehen, was im Prinzip die Perspektiven sind. Ja? Die Bolschewiki und in Russland damals zur Zeit der Oktoberrevolution hat man eine massive Sexualreform durchgebracht, auf Basis dieser materiellen Veränderung, auf Basis der revolutionären Überwindung des Kapitalismus. Und wir haben heute, wenn wir sozusagen für den Sozialismus kämpfen und für die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus kämpfen, dieselbe Möglichkeit. Aber es gibt eben eine große LGBT-Bewegung, es hat sich inzwischen eine LGBT-Bewegung entwickelt, der wir konkret eben sagen können, was die notwendigen Perspektiven sind, warum wir dafür kämpfen und in welcher Tradition wir eben stehen. Ja? Das heißt, wir können sozusagen diese Kämpfe und diese historischen Fortschritte auf einer höheren Ebene weiterführen. Und was allerdings passiert ist eben, was passiert ist damals, ist eben diese Verbindung der Arbeiterbewegung, der Methoden der Arbeiterbewegung, der Klassensolidarität und des gemeinsamen Kampfes aller Unterdrückten und der Orientierung des gemeinsamen Kampfes aller Unterdrückten auf die Klasse mit der größten ökonomischen Macht, nämlich die Arbeiterklasse, mit der Fähigkeit, tatsächlich den Kapitalismus zu überwinden und die materielle Basis für all diese Unterdrückungsformen eben zu lösen, das sieht man sozusagen eben in Ansätzen, in solchen glorreichen Beispielen, wie zum Beispiel der Gay Pride und dem gemeinsamen Kampf von LGBT-Personen und Minenarbeitern in den 80ern. Es gab auch ein Beispiel in den USA, in Kalifornien. Genau. Was allerdings passiert ist mit dem Abflauen der Klassenkämpfe, ist es, dass es zu einer Zerspaltung LGBT-Bewegung gekommen ist. Also sehr viele Teile haben sich auf zivilgesellschaftliche Forderungen beschränkt. Dann gab es die AIDS-Entwicklungen in den 1980er Jahren und auch hier gab es eine sehr klare Eindämmung im Prinzip auf Hilfsforderungen und eine sehr starke allgemeine Reduktion und Beschränkung eben. Und das hat man halt sehr stark gesehen, also in dieser Periode. Das ist genau die Periode, in der auf der anderen Seite sich durch das Ausruhen auf den Errungenschaften der 70er Jahre und eine Verbindung sozusagen von Konzessionen und Sichtbarkeit und nicht mehr allzu revolutionärem Kampf sich neue Perspektiven für die Pride, für die LGBT-Bewegung dargestellt haben. Und es wurden ab den späten 80er, 90ern die ganzen Pride-Paraden, diese Pride-Bewegung eben auch gestartet,
die im Prinzip von extrem vielen kapitalistischen Unternehmen, eben auch in kapitalistischen Staaten unterstützt werden und die das im Prinzip einfach als Markt sehen. Also mit der zunehmenden Emanzipation von LGBT-Personen in gewissen Ländern gibt es halt einfach eine extreme Verbindung. Man sieht zum Beispiel auch in Österreich auf der Pride jedes Jahr wieder, wie 2, 3 Wochen davor oder vielleicht sogar schon einen Monat davor die ganzen Unternehmen anfangen, Taschentücher rauszuhauen mit irgendwelchen Regenbogenfahnen oder Hotels bereitgeben, dass sie eh LGBT-freundlich sind und lauter solche Sachen. Ja? Und das sollte zum Beispiel Abgeordnete der EU oder auch in Abgeordnete der EU sich sozusagen positiv beziehen auf die LGBT-Bewegung, sozusagen Leute in Deutschland, in der deutschen Regierung sagen, ja, wie toll doch es ist und wie tolerant wir sein müssen. Und auf der anderen Seite mit Ländern wie Saudi-Arabien ökonomische Deals vorantreibt, wo, wie glaube ich bekannt ist, homosexuelle Personen und Frauen und generell LGBT-Personen auch nicht allzu gut behandelt werden, sage ich jetzt mal. Also so, wo sie massiven, drakonischen Repressalien ausgesetzt sind. Und das sind eben die Widersprüche. Ja? Also, und um das jetzt sozusagen abzuschließen, was ist jetzt sozusagen unsere Position in dem Ganzen? Ja? Also unsere Position ist, wir müssen die Klassengegensätze innerhalb der LGBT-Bewegung aufzeigen. Also wir müssen irgendwie ganz klar zeigen, dass es Unterschiede gibt, dass LGBT-Personen, die Teile der Skybürgertum oder der Bourgeoisie sind, fundamental andere Probleme haben als LGBT-Personen in der Arbeiterklasse. Das sind Obdachlosigkeit, das sind Schikanen am Arbeitsplatz, das ist dann Arbeitslosigkeit, das ist zum Beispiel auch eine Umwandlung, eine Geschlechtsumwandlung. Eine Geschlechtsumwandlung ist sehr teuer, also eine hormonelle Behandlung oder zum Beispiel generell auch im Allgemeinen Verhütungsmittel. Also all diese Punkte sind ökonomische Fragen. All diese Punkte sind Fragen, die eben einen konkreten Klassenhintergrund haben, wenn wir uns die tatsächliche LGBT-Bewegung anschauen. Ja? Also es ist vielleicht nett, dass irgendwelche reichen Millionäre sagen, ja, wir unterstützen das und wir finden das gut, aber es wäre doch wesentlich sinnvoller, wenn wir ihr Vermögen und ihre Produktionsmittel nehmen, sie demokratisch verwalten und dann allen Leuten, die das wollen, eine vom Staat gezahlte Geschlechtsumwandlung zum Beispiel zur Verfügung stellen. Ja? Häuser, beziehungsweise Wohnorte und all diese prinzipiellen notwendigen Sachen, die man halt zum Leben braucht. Ja? Damit einher geht nämlich auch eine Kollektivierung von Reproduktionsarbeit. Also das ist sozusagen eine konkrete Sache, die eben im Sozialismus möglich ist, weshalb wir eben dafür argumentieren, die LGBT-Bewegung, die Klassenfrage eben zu stellen im Kontext der LGBT-Bewegung und aufzuzeigen, okay, wir brauchen eine Kollektivierung von Reproduktionsarbeit, nur indem wir das Zwangskorsett der bürgerlichen Familie lockern und auflösen und indem wir eben die Reproduktionsarbeit als gesellschaftliche Sache sehen, nur dadurch können wir es in letzter Instanz schaffen, die maßlose Unterdrückung der Gesellschaft aufzuheben und dagegen zu kämpfen und diesen Befreiungskampf erfolgreich zu führen. Also das sind sozusagen die Punkte, die Richtung, in die wir argumentieren. Und wie gesagt, eben ein Großteil von LGBT-Personen sind Teil der Arbeiterklasse und haben andere Probleme, sind von anderen konkreten Problemen betroffen, als LGBT-Personen in der Bourgeoisie. Also das ist sozusagen das ABC, wenn man so möchte. Und jetzt ist es halt sehr oft so, wenn man im Kontext von Marxismus eben über dieses Thema redet, dass es kommt eben oft auch sozusagen Kritikpunkten wie, ja, ihr sagt ja nur, ja, die Leute sollen euch anschließen und dann passt schon, dann war es das und dann ist es eh schon gelöst oder ihr wollt die Leute nur aus der Bewegung rausziehen oder irgendwie solche Sachen, ja. Also, aber ich glaube, ich habe an verschiedensten historischen Beispielen aufzeigen können, dass es nicht so ist, dass unsere Position etwas Abstraktes ist, dass es nicht so ist, dass unsere Position etwas ist, das irgendwie als fremde Sache den gesamten Kämpfen und Bewegungen aufgestülpt wird, sondern im Gegenteil. Wir stehen im Erbe der besten Tradition des LGBT-Befreiungskampfes. Also wir stehen eben im Erbe
der Vorkämpfer der sexuellen Befreiung in Russland der Oktoberrevolution. Wir stehen im Erbe des linken Flügels der Mädchen Society, die eben für eine Verallgemeinerung des Kampfes, für eine Klassenperspektive und für einen gemeinsamen Kampf aller Unterdrückten sich ausgesprochen haben. Also wir stehen eben in diesem Erbe und wir stehen auch im Erbe des revolutionären Geistes von Stonewall. Also wir stehen eigentlich mehr im Erbe der LGBT-Befreiung als diese gesamten kapitalistischen Cash-Grab-Pride-Leute, die irgendwie Taschentücher verkaufen wollen oder irgendwelche Sachen halt verkaufen wollen, jedes Jahr, wenn es die Pride gibt, weil sie halt einen Markt sehen. Wir wollen sie halt enteignen und auf der Basis dieser Enteignung eine Gesellschaft schaffen, wo Beziehungen zwischen Menschen tatsächlich von der ökonomischen Notwendigkeit gelöst werden und sich tatsächlich nach romantischen und sexuellen Begierden orientieren können.